hier in der Lagune angekommen von Bacalar. Und das wollen wir uns die nächsten Tage hier mal ein bisschen anschauen. Hier gibt es so einen kleinen Naturlehrpfad mit Steg und alles. Das sind ein paar, was hat es gekostet? 20 Pesos Eintritt. Das haben wir uns mal gegönnt und da gucken wir uns mal hier ein bisschen. Hallo ihr Lieben, ja, heute sind wir auf dem Ausflug, auf einer Bootstour. Wir wollen uns heute die Bucht aus dem Boot angucken. Da werden wir ein paar Anlaufstationen haben, mal schwimmen gehen. Wir sind schon sehr gespannt drauf. Das sieht absolut verrückt und toll aus hier. Wie ihr sehen könnt, wir sind am Boot. Jetzt geht's gleich los. Die Tour hat uns richtig gut gefallen, war echt Wahnsinn. Wir werden jetzt hier mal in der kleinen Bar hier einen Zwischenstopp machen und dann nochmal mit dem Kajak raus. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen von der Sonne erholen und die Eindrücke einfach mal ein bisschen sammeln. Wir sind wieder im Packen. Wir werden jetzt dann gleich hoch zum Bus gehen. Heute geht es hier von Bacalar, das uns echt ziemlich gefallen hat, rüber nach Tulum. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute eine Tour. Ganz speziell, wir haben uns heute hier diesen Roller gemietet. Und jetzt erkunden wir die Umgebung von Tulum. Und sind sehr gespannt. Ja. Wir starten mit den Maya-Ruinen hier bei Tulum. Wir haben für den Nationalpark ein Ticket gekauft und freuen uns drauf. So, Nationalpark haben wir so einen Kilometer durchquert und dann kommt man nochmal an ein Häuschen. Da holt man dann die Tickets für die eigentliche Ruine. Die haben wir auch schon und jetzt geht's endlich los. Insgesamt haben wir jetzt hier 150 Pesos bezahlt. Das sind umgerechnet 7,50 Euro. Und der Weg hier ist schon mal sehr schön, sehr grün. Es ist einiges los, viele geführte Touren. Wir sind gespannt, was dann wirklich in den Ruinen los ist. Thank you.
ein sehr schöner Ort. Da kann man verstehen, warum die Mayas hier ihre Städte gebaut haben. Bei unserer kleinen Stärkung hier mit super Ausblick geht's weiter. Wir haben hier mal einen kleinen Stopp gemacht hier am Strand und schaut euch mal das Brett an. Auch hier wieder ein unglaublich geniales Meer, in das man natürlich tauchen muss. Es war ein unglaublich schöner Tag, was ganz Besonderes heute mit dem Mofi rumzufahren und ja, hat mir sehr gut gefallen. Es war recht schwierig, Plätze zu finden und an den Strand zu kommen, aber wir haben trotzdem mit schönen Plätze gefunden und mir hat es auch gut gefallen. Das sind mal Zwiebelringe. Das sind unsere veganen Burger. Hallo und herzlich willkommen aus Mexico City. Wir haben gehört, unser Ersatzteil ist in Mexiko, deswegen sind wir jetzt hier nach Mexico City geflogen. Gestern gab es für mich noch ein Tattoo. Und heute wollen wir das Museum von Frida Kahlo besuchen und ein bisschen die Stadt erkunden. Zweites Frühstück, nochmal einen Kaffee und einen dicken Churro mit Nutella drin. Sieht gut aus. Wir stehen schon mal in der Linie. Also Ticket geht nur online und die muss man wirklich Tage vorher beantragen. Sonst kommt man hier gar nicht rein. Da sind wir mal gespannt. Das Museum von Frida Kahlo war trotz den ganzen Regeln recht voll. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie hier gewohnt hat und es ist wirklich richtig schön und eine Ruhe-Oase hier in der Stadt. Da kann ich mir nur anschließen. Wir verlassen jetzt das Museum und erkunden weiter hier die schöne Gegend des Stadtteils. Heute gibt es mal Mango-Chili-Eis. Thank you.
Ein weiterer Tag in Mexico City. Wir wollen heute den Stadtteil Polanco besuchen und ins Museum Soy Maya gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde mit der U-Bahn gefahren und zack, schon sind wir hier. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, da ist eine schöne Kirche. Die gucken wir uns jetzt mal an. Allein schon das Gebäude ist einen Besuch wert. Es gibt sehr, sehr viele Kunstwerke. Es ist mit einem Durchgang, glaube ich, gar nicht so richtig zu begreifen. Hat mir aber gut gefallen. Hallo, heute sind wir im Huerta del Verde. Das ist wie so ein organisiertes Kleingärtnerverein. Ein bisschen alternativ und da schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Heute gucken wir uns die Stadtviertel Roma und Condesa an. Die sind noch ein bisschen grüner, noch ein bisschen bunter und ein bisschen alternativer. Wir sind sehr gespannt.